Da sind wir auch schon wieder zurück bei einem weiteren Rühmchen von 7 Days to Die. Und ich weiß gar nicht, Erik, warum ich die Aufnahme jetzt schon wieder beginne. Eigentlich wärst du dran gewesen. Ich wollte das mal ein bisschen reinsneaken, Tobi. Auf den Trick falle ich nicht mehr rein. Ja. Erst habe ich Friendly Fire ausgemacht und dann das XP-Sharing. Oh, ich muss was essen. Oh, weißt du noch bei Raft? Oh ja. Oh ja. Wobei ich, also, ja, Raft war doch, also am Ende war es ein tolles Spiel, aber das Ende war halt ein bisschen. Nee. Ja, hat schon Spaß gemacht. Am Ende war leider doof mit dem Titan halt und sowas, ne? Ja, aber ich mochte unser Schiff. Das ja, das auf jeden Fall. Das war sehr schön. Das auf jeden Fall. Hätt's auch gerne noch weitergebaut. Na, ja, vielleicht irgendwann mal. Oh, mal gucken, Chapter 4 gibt's ja nicht. Wollen wir los? Ach, du bist schon unterwegs oder was? Ja, ich gucke, ob ich hier draußen irgendwo noch ein Wildtiere finde, die ich verprügeln kann, weil sie es verdient haben. Achso, wollen wir die Munition vielleicht mitnehmen? Weil wir werden nicht nochmal hierher kommen, ne? Oder? Werden wir? Dann müsst ihr auch die Spikes mitnehmen. Auf jeden Fall. Dann die Sachen vielleicht mit. Wobei wir werden sehr lang. Ne? Wir lassen uns mal alles mitnehmen. Ja, ja, okay, warte kurz. Sag mal. Geil! Gib mir! So. Mann. Das Haus ist sehr schön, aber wir müssen es wirklich absichern. Ist sehr, sehr idyllisch, aber das wissen auch die Zombies. Das sind wahrscheinlich alles Immobilienmakler. Ja, na klar. Die sind hier direkt vor Ort. Ja. Sehe ich genau. Hä? Tobi? Ja. Außen, kannst du mal kurz. Oben, unten? Ja, ich glaube, außen am Haus. Hinterm Haus. Das ist aber echt nervig. Also, puh. Achso, ich muss hier gucken, ne? Ah ja, hier. Oh. Moin. Aber wir müssen noch, wir müssen verkaufen nicht. Wir besitzen dieses Haus nicht mal. Hallo. Tobi, wir müssen noch ein paar Minuten warten, bis wir losgehen, ja, weil die Muni und so muss noch fertig werden. Es dauert noch so 5 Minuten. Okay. Okay. Was machen wir drüben eigentlich die ganze Nacht lang? Der Blutmond ging gar nicht so lang, ne? Der war irgendwie, der ist kürzer geworden. Hatten sich die Leute in den Kommentaren tatsächlich auch gewundert? Ja, es ist so. Wenn ich es richtig verstanden habe, der Blutmond arbeitet mit Wellen. Es werden immer mehr Wellen von Blutmond zu Blutmond. Und es ist, entweder hast du alle Wellen fertig, bevor die Zeit abläuft, oder um spätestens 4 Uhr kommen keine neuen Wellen mehr. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Ja, gut. Das wird unsere Geduld ein bisschen auf die Probe stellen. Ich lass mich überraschen. Und bei der ersten Staffel haben wir den ersten Blutmond auch auf 14 Tage gestellt. Ja, das haben wir getan. Ne, da war was. Ja, da ja, war ja was richtig Verrücktes, ja, stimmt. Eigentlich echt eine gute Idee, oder? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ja, wollt ihr wieder Erik und Tobi, die richtig schön toxisch werden, weil sie abgefuckt sind? Hä, wieso abgefuckt? Hä? Wieso abgefuckt? 14 Tage Ruhe ist doch geil. Ach so, ich dachte, wir hätten den Blutmond 14 Tage eingestellt gehabt. Nein. Wir haben so gestellt, dass alle 14 Tage Blutmond ist. Ach so, ja. Hä? Warum? Das haben wir doch jetzt auch. Nee. Warum haben wir das nicht? Weiß ich nicht, weil ich diesmal alles, ne, weil letztes Mal wurde sich ja so viel beschwert, dass wir das so gemacht haben. Habe ich gedacht, diesmal, ja, lass ich so alles, bleibt alles, wie es ist. Hä, seit wann hören wir denn darauf, was die unten in die Kommentare schreiben, hä? Kommt denn der Trend auf einmal her? Tobias, das war schon immer so. Ne. Oh, bei mir nicht. Das war das Falsche. Glaube ich eigentlich egal, ne? Ich sollte die Steine vielleicht sparen, aber hier können wir die halt auch brauchen. Gut, wie sieht's denn aus? Mir war gerade einfach nur langweilig. Steine nehme ich vorsichtshalber lieber auch mit nach drüben, oder? Obwohl wir die bestimmt noch brauchen werden. Wo kriegen wir eigentlich noch mehr Pflastersteine her? Für Hausbau und so. Ich glaube, du hast doch dieses Tool und damit kannst du was setzen und dann kannst du das zu Stein bearbeiten, oder? Ja, aber dafür braucht man diese Pflastersteine, die ich ja immer mit dem Hammer sammle aus diesen blauen Dingern, weißt du? Und ich frage mich, kann man die vielleicht auch herstellen? Ich dachte, da nimmst du dann einfach ganz normale Steine, die du so findest. Oh, die kann man aus Lehmboden und kleinen Steinen selber herstellen. Okay.
Wir brauchen dringend einen schönen, dicken Erdbohrerton. Ja, der wäre nice. Mhm. So, das sieht gut aus. Jo, okay. Können wir halt los. Ich glaube, hier kann ich erstmal überall ausmachen, ne? Ah ne, da ist immer noch Lehm. Hier ist kein Brennstoff mehr, aber ist egal. Und hier kann ich ausschalten. Und ich nehme mal die Kohle und tu sie einfach hier hin. Hier kann ich ausschalten. Oh, hier ist auch kein Brennstoff mehr. Das war alles? Was denn? Ich schmeiß nicht hin, ich habe eine Supply-Kiste gerade vom Flugzeug aufgesammelt. Oh, nice. Und was war da so drin? Und da war drinne ein Rezept für Baumwollsamen. Haben wir. Und ja. ein Fernkampfmod. Ein Paket mit einem zufälligen Fernkampfmod. Mach mal auf. Ja, es ist Schrotflinten, Entenschnabel, Schrotflinten, Drosselmod oder ein Handgriff. Das ist ein Supply gewesen? Wie wär's mit was zu essen? Ja. Ich habe gelesen, man kann beim Händler ganz viele Quests machen und irgendwann kriegt man da auch Essen oder kann vielleicht auch was kaufen bei dem. Aber ich hasse den Händler. Ja, ich meine, das könnte man schon machen, klar, aber... Man würde es halt auch rumkommen und looten, ne? Aber das kann ich auch so machen. Wieso wird der Händler beim Lootmond eigentlich verschont? Wieso geht da eigentlich kein Zombie hin? Ach ja, weil selbst die Beeren nicht abgebaut werden können mit dem Plönk. Ja. Erik, fängst du schon wieder an? Nein, es liegt an mir. Was habe ich dir... Ja. Es liegt an mir, Tobi. Es tut mir leid, Tobi. Es tut mir leid. Ja, bitte. Ja. Das ist alles meine Schuld. Jetzt kommt gleich Björn um die Ecke, der schon 8000 Stunden 7 Days gespielt hat und kackt dir mal in die Kommentare. Das willst du ja nicht, oder? Weil du keinen Spaß mehr an Spielen hast. Stand das wirklich bei dir? Das stand bei dir und bei mir. Bei mir stand, dass ich keinen Spaß an Spielen habe? Dann habe ich das wahrscheinlich als Witz aufgefasst. So, warte. Weil ich eher so... Wall of Text gewesen. Ich bin eher so der humorvolle Typ. So. Vielleicht soll ich mir das auch aneignen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ach komm. Huch, die Treppe ist ja weg. Ja, die habe ich weggemacht. Aber ich verstehe nach der vorletzten Aufnahmesession, verstehe ich aber auch, dass Leute grantig sind. Verstehe ich schon. Ist okay. Ist okay. Ja, aber das habe ich auch immer in meinen Comment darunter geschrieben. Aber weißt du, die Leute wollen immer, und fordern heutzutage auf YouTube immer, dass die Leute authentisch sind. Und dann sind wir immer authentisch, weil wir wirklich abgefuckt waren an der Aufnahme und dann ist das aber auch nicht in Ordnung. Dann heißt es, ich gucke das jetzt nicht mehr, weil es unterhält mich nicht. Ja, okay, ciao. Weißt du, ganz ehrlich, also du kannst nicht authentisch sein und unterhalten. Also Tobi, immer geht halt nicht. Tobi, du musst authentisch entertainen. Okay. Ja. Du sitzt einfach vom Rechner und explodierst. Ja, der ist leider ist es manchmal wieder ein schwieriger Grad. Und gerade beim Gaming ist es so, ja. Man kennt ja, nehmen wir als Beispiel FIFA, das es nicht mehr lange geben wird, aber FIFA als Beispiel, wo Leute halt teilweise ihren Controller in den Bildschirm pfeffern. Das ist halt was ganz Normales beim Spielen. Was ganz Normales. Oft muss das auch nicht sein. Und ja, oft liegt es vielleicht auch an einem selber, weil man irgendeinen dummen Fehler macht oder nicht weiß, dass irgendwas anders geht oder so. Ja, aber in dem Moment, es ist halt einfach, ich denke einfach, es ist menschlich. Und ich denke, das machen im Grunde genommen sehr... Ich finde, wir regen uns sogar sehr wenig insgesamt auf. Im Vergleich zu manchen Twitch-Channeln, wenn ich da Streams gucke, wo gerade Valorant gespielt wird oder so. Ja, aber da habe ich dann immer so ein bisschen den Eindruck, die machen das halt einfach, weil das halt gut ankommt, wenn man ausrastet. So, ne? Dann wird ein Clip gemacht und der Clip geht vielleicht viral, wenn derjenige Glück hat. So, weißt du, das ist aber halt für mich nicht authentisch. Tut mir leid. Ja gut, aber davon mal abgesehen. Ich meine, trotzdem sind wir dafür ja relativ ruhig immer. Ja, wir ja. Ja, ja, das meine ich auch. Also das war halt, wie gesagt, diese eine Aufnahme, wo an dem Tag aber wirklich einfach alles nur noch gegen uns geht. Ja, ja, ja. Das ist beinahe so, als würden beim Haus dauernd Streamer spawnen. Ja, ja. Das liegt man halt auch mal abgefuckt sein. Also. Das liegt aber an deinen Grafikeinstellungen. Was? Entschuldigung. Nein, jedenfalls. okay, Tobi, es ist 17.39 Uhr. Wir könnten theoretisch rübergehen. Ja. Aber wir können auch erst morgen rübergehen. Ich weiß nicht, wie es aussieht bei dir. Weil Blutmond fängt erst um 22 Uhr an. Die Muni unten ist fertig. Aha, sehr gut.
Nimm mal raus, ich habe meine auch schon rausgenommen. Ja. Frage ist, was machen wir denn hier so lange jetzt noch, ne? Was machen wir denn drüben? Ich meine, drüben könnte man theoretisch das Haus ausbessern, Holz sammeln vielleicht schon mal, um Sachen aufzubauen und so. Wir werden das Haus drüben bestimmt noch ein paar Blutmonde brauchen, bis wir einen Bunker haben, ne? Ja, ich denke auch, ja. Ja. Ja, gut, dann können wir schon mal rübergehen, mir ist egal. Hier kommen nachts eh zu viele Zombies. Ist vielleicht besser, wenn wir nicht hier sind. Nehmen wir einen Schlafsack mit, dass falls wir drüben sterben, dass wir... Ja, wahrscheinlich, ne? Ist besser. Oh, das ist eine gute Idee. Weil falls wir drüben sterben, dann müssen wir da hinlaufen. Ist auch scheiße, ne? Aber spawnen dann hier nicht Zombies auch im Haus? Eventuell, vielleicht. Ist das hier nicht aus dem Junk draußen? Ja, aber wenn wir wiederkommen, wir gucken das mal. Ja, dann bumsen wir die weg. Das ist doch kein Ding. Hast du alles? Ich glaube, ja. Ich hoffe. Reparaturkits hast du dabei? Nee, brauche ich, glaube ich. Vielleicht. Hier verbrauche ich kein Reparaturkit, ne? Nee, da brauche ich einen Stein. Easy. Oh Gott. Ach, eine Feige dabei? Ah, Tui, oh wei. So, wo müssen wir lang? Habe ich das Haus nicht mehr markiert? Weiß ich nicht. War das nicht die Richtung hier? Jo. Ja, ja, das war die Richtung hier. Richtung Osten. Ja, warte, ganz kurz, Tobi, eine Sekunde noch. Ich muss nochmal pissen. Oh, der despawned. Ja. Der hat aber despawned. Oh, dann würde ich aber auch nicht mal reinpinkeln jetzt. Nee, jetzt ist mir Spaß vergangen. Oh, hier ist noch Kohle. Soll ich sowas noch mitnehmen? Ich meine, brauchen können wir es immer. Wobei, ich lass mal lieber liegen, weil, erstens, es wird ja gleich dunkel. Und zweitens, sehe ich dann später, wo die Kohle ist. Dann kann ich sie besser ernten. So. Wir haben kein Geld, ne? Nee, haben alles zu Hause gelassen. Was wolltest du denn kaufen? Aber weg ist, Mac ist schnell vorbei nochmal. Ah, okay. Oh, hier ist nochmal Eisen. Oh, schön. Ja. Ich habe fast das Gefühl, mit zwei Spielern ist man noch zu wenig für alles, was man eigentlich machen muss. Das Spiel ist schon sehr dafür ausgelegt, glaube ich, dass du mit mehreren spielst. Ja, also ja. Da gibt es auch Server und sowas, ne? Und dann, also ich finde schon, dass das sehr auf Multiplayer ausgelegt ist. Alleine finde ich es halt schon recht heftig, wobei man sagen muss, dafür hast du halt dann genug Nahrung, ne? Ja, das stimmt, aber du musst halt trotzdem alles selber grinden, ne? Ja, und es wird halt in Städten, kann ich mir das halt auch richtig schwer vorstellen. Mhm. Ich frage mich, ob da... Hast du zwar mehr Muni natürlich, klar, aber... Frage mich, ob das Spiel ein Balancing hat, je nachdem wie viele Spiele das sind, dass das dann vielleicht mehr Zombies werden oder schwerer. Beim Blutmond ja, aber bei so meine ich. Weil wenn da hinten jetzt ein Zombie rumschwurbelt, da hinten auf dem Weg, dann wird es auch im Singleplayer ein Zombie sein, aber ist ja dann weniger hart? Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Hm. So. Duttidutidu, schnupptidu. Oh, es ist sehr ruhig. Da kamen, glaube ich, auch so grün leuchtende bei dem Blutmond immer, ne? Oh Gott, ja, diese Alpha-Dinger da, ne? Oder was das da war? Ja, aber ich glaube, die kamen erst später. Ich glaube, jetzt beim zweiten sind die noch nicht. Ich meine, jetzt haben wir aber die Screamer und die mit dem Schutzanzug schon. Ja, das stimmt. Das heißt, das Spiel denkt, wir sind sehr gut. Hat das ja auch absolut recht. Also, ja, ja, ja. Ne? Spiel ich ist glaub, leider... Hier können wir eh alle Bäume weghauen, oder? Müssen wir, glaube ich, sogar, ne? Ja. Ich fange, glaube ich, auch gleich mal hier an. Oh, ich habe keinen Stein mehr von meiner Axt. Ah, doch, diesen Stein. Ich sammle schon mal. Holz können wir immer brauchen. So ist es. Oh. Esse, trinke, muss ausreichen. Sind wir wieder zurück auf dem Holzweg, hm? Seufz. Ach Gott, dieses hässliche... immer so schlecht gelaunt, hm? Dieses hässliche Haus mit der... Also das Haus ist gar nicht hässlich, aber diese Bergwand ist so hässlich. Ja, schön ist sie nicht, ja. Nee. Das stimmt. Aber vielleicht also doch, Erik, doch, die ist schön. Du hast einfach noch keinen Geschmack. Es liegt an dir. Ja, aber vielleicht kann man sie da reinbauen für eine Base. Boah, eine Base, die da durchführt. Ein Tunnel, wo wir einfach nur links und rechts die ganze Zeit gucken und einfach nur ballern. Mit eigentlich, so Turrets, weißt du? Eigentlich gar nicht mehr so dumm. Eigentlich geil. Ein Bergbunker. Können die nämlich nur von zwei Seiten. Von zwei Seiten.
Im Grunde genommen ja. So ein Bergbunker, Alter. Hm. Fände ich eigentlich nice. Bräuchten wir halt Zement. Die Frage ist nur, würden die sich durch den Berg graben? Das würde ja aber ewig dauern, glaube ich, ne? Das würde, glaube ich, ewig dauern. Die suchen die nicht auch immer den. Die suchen doch immer den kürzesten Weg, wie sie zu uns kommen. Ja, das wäre dann der Eingang, genau. Ja. Und der Weg? Das wäre ein bisschen wie die Vault damals in Minecraft. Am Anfang hast du so einen Gang mit Selbstschussanlagen und später kommt wieder der Walk of Torture. Eigentlich schon nicht schlecht, ne? Ne, eigentlich. Wie gesagt, vorne an die zwei Eingänge stellen wir einfach 2, 3, 5, 10 von diesen Turrets. Dafür brauchen wir natürlich noch ein bisschen Material. Nee, das haben wir doch gleich zusammen, also. So, la 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 la. Nest. Was denn? Oh, nur eine Feder drin. Was ist los, Tobias? Oh, Mama, das ist ein Baumstumpf. Mir wurde empfohlen übrigens. Dass da Honig drin ist, habe ich gerade auch probiert. Ich hatte keinen Honig drin. Na, mal gucken, ich guck mal. Ist da ein Zombie? Ah, ja, ganz hinten, okay. Whee! Nee, kein Honig. Ach, schon die Bäume immer umfallen. Ja, die haben ein sehr hohes Gewicht, eine sehr hohe Gravitation, meine ich. Plump. Jo, hat mich gehört, alles klar. Wusste ich doch, dass du mich gehört hast. Oh, meine Axt ist gleich weg. Reparaturkit hast du mitgenommen, ne? Ich nee. Nee? Nee, du hast gesagt, du brauchst keine, deswegen hast du keine mitgenommen. Oh, ja gut. Doof. Brauchst du für die Axt Reparaturkit? Ich glaube ja. Huch. Danke. Gerne. So. Ich glaube ja. Oh, bin ich schon mal angeknackst hier. Ein kleiner Baumsetzling. Oh. Den mach ich jetzt kaputt. Nein, Tobi, der wächst doch nach. Ich werde hier den fertig. So. Soll ich die Setzlinge eigentlich hier reinballern, die wir gekriegt haben? Ja, ne? Wo reinballern? Achso, in die Erde. Die wieder nachwachsen? Ja, oder? Ja, kannst du ruhig machen. Soll ich vielleicht auch mal machen. Ich sammle die immer. Okay, Gegenstand muss repariert werden. Shit. Ja, ich hätte vielleicht doch was mitnehmen sollen. Reparaturkit. Ja. Gut, ich habe 760 Holz. Schau mal. Ich habe 1148. Das könnte für den Anfang reichen. Ist ja nicht schlecht. Ne? Ja, ja, ja. Wir haben ja eh noch einen Tag Zeit. So ist es. Oh, das ist noch ein schönes Auto. Das kann man auch noch mitnehmen. Das haben wir letztes Mal stehen lassen. Erstaunlich. Hä? So, die Frage ist, was machen wir mit den ganzen Holzspikes hier? Ich würde sagen, die lassen wir erstmal stehen, oder? Lassen wir stehen und bauen dann die Eisenspikes außen rum, ne? Ja. Oh, Mist. Okay, das ist halt lächerlich. Wow. oh, schön, Nebel, das ist gut. Oh. Okay. Der letzte Sonnenuntergang und wir sehen nur Nebel. Ich bin auch fehl. So, ich guck mal eben. Ich baue schon mal ein paar Eisenspikes hin. Hätten wir einen Hammer mitnehmen sollen? Ich hab einen Hammer dabei, aber so einen Vorschlaghammer halt. Na, Tobi, du weißt Bescheid. Ich seh schon. Huch. Bist du drin? Hier sind ja zwei Stück. Im Haus. Moin. Na, Freunde? Ob ein ziemlich langweiliges Leben hier drin, wa? Ich bin doof, ich habe sonst keine Nahkampfwaffe außer der Axt mitgenommen. Okay, Frage. Ich hoffe, hier kommt keiner dann. Okay. Okay.
Was? Ich kam mal aus dem Tunnel. Ich dachte, ja, ich dachte, das wäre irgendwie cool. Frage ist, brauchen wir irgendwas noch? Überlege ich gerade. Brauchen wir noch was Wichtiges? Ich glaube nicht. Ne? Weiß ich nicht. Letztes Mal sind die Zombies von hier durchgebrochen, aber warum eigentlich? Von hier hinten nicht so, ne? Ah, doch, hier ein bisschen. So, stell mir deinen Schlafsack unten hin. Ja, oh, ups. Können Zombies zwischen Eisenspikes und Holzspikes unterscheiden? Ich glaube nicht. Ich glaube, die laufen einfach nur dagegen, oder? Ich weiß es halt auch nicht. Haben wir mal hier hinten unter die Treppe gelegt. Safe und so. Okay, ach, die kamen ja auch durch die Decke. Ich erinnere mich dran. Ja. Oh, warte. Hä? Wieso kann ich da nicht hinlegen? Hallo? Jetzt. Die kamen hier auch durch die Decke. Hust, hust. So, das müsste theoretisch. Dann kamen die auch hinten noch. Warte mal, ich bastel noch mal ein paar von diesen komischen Dingens. Pflastersteinplattform. Oh, das geht natürlich auch. Ich mach erstmal 4. Oh, es dauert. So, und die kamen ja auch hinten durch die Fenster. Oh. Gruseltime. Also, ich kenne gruselige. Also, genau hier kamen die durchs Fenster, diese Assis. Und da wäre ja noch ein Fenster. Okay. Achso, mit deinem Baumstumpf eigentlich Honig gefunden vorhin? Nö. Leider nein. Aber wie ist bei dem? Dabei könnten wir echt welchen brauchen. Ne, hier ist auch nichts. Nice. So, das Fenster, wo die durchkamen, ist dicht. Können die dann sonst noch irgendwo rein? Gibt es hier sonst noch irgendwie? Ich meine, hier sind Fenster, vielleicht versuchen sie sich da rein. Ich könnte die theoretisch natürlich alle mit Stein versehen. Haben wir so viel Stein? Gut, ich glaube, die Peter klöppeln sich halt auch einfach durchs Holz dann, ne? Sag mal, heute ist noch nicht Blutmond, ne? Nee, eigentlich nicht. Weil der Himmel gerade so. Oh, nice, danke dir. Der ist aber auch motiviert gewesen, ne? Das war so ein komischer Krabbler gewesen. Ah, okay, ja. Hast du vielleicht einen kleinen Stein für mich, den du irgendwo unterwegs, wenn du gerade unterwegs bist? Warte. Einen brauchst du? Jo, nur einen. Würde mal eine kleine Axt reparieren hier. Ich frage mich halt wirklich, soll ich die Holzspikes nicht lieber wegräumen? Aber ich müsste dann, glaube ich, ganz kaputt machen, ne? Weil so verbrauche ich viel mehr Eisenspikes, wenn ich die jetzt nochmal umranden will. Achso, kann ich ja gerade nicht. Ah, shit. Warte, ich komme. Aua. Kurz mal was trinken und was essen. Speiserino, Trinkerino. Ich hoffe, wir haben genug davon dabei. Hey, Tobi. Geil, danke. So, einmal reparieren. Dann habe ich zumindest die kleine Axt. Ich bin doof, ich hätte eine Reparatur mitnehmen sollen. Vielleicht immer mal eins dabei haben. So.
Ich mach die Eisenspikes in. Ich lasse die Holzspikes außen größtenteils bestehen, aber ich mach die dann in. Mhm. Dann verbraucht man nicht so viele davon. Ah, ich weiß, was du meinst, ja. Dass ihr erst durch die Holzdinger müsst und dann zum Eisen kommt. Genau. Die meisten Holzdinger sind eh völlig unnötig hier, weil die sich von den Seiten versuchen durchzubuddeln. So. Dann mach ich hier nochmal. Oh Gott. Hilfe. So. Und dann würde ich hier halt zumachen und hier dann aber auch zumachen, glaube ich. Das wird ein bisschen eng für uns. Aber dafür haben wir alles voll mit Eisenspikes draußen. Ich glaube, dann könnten wir gut überleben. Verrückt wird es natürlich nur, wenn jetzt schon die Viecher kommen, die spucken, ne? Aber ich glaube, die kamen beim zweiten Loop noch nicht. Die kommen nur, wenn wir sehr gut sind, Rui. Dann kommen die noch nicht. So. Nee. Aber auch wenn wir ein bisschen grumpy waren vielleicht vorher und bla. Ich glaube, wir stellen uns besser an als in der ersten Staffel. Und in der ersten Staffel haben wir uns auch ein paar Sachen etwas bequemer gestellt, glaube ich. Da haben wir gedingst, ne? Haben wir den Server-Properties ein bisschen rumgespielt gehabt. Ja, genau. Genau. Okay. Ja, das haben wir halt jetzt heute auch nicht mehr nötig, ne? Naja, ich meine, man kennt uns ja halt so schnell als Vollprofis, ne? Ja? Wir sind schon sehr gut. Die zwei weinenden Vollprofis. Hä? So. Also, ich dichte jetzt einfach mal alle Fenster hier ab, ja? Ich halte das gerade irgendwie für eine gute Idee. Mach ich halt mit der kleinen Axt, weil die große leider im Arsch ist, aber ist egal. Soll ich sie rausholen? Nee, die sitzt da quer. Ich bin da drauf gefallen, Tobi. Au. Glaube ich. So, die billigen Sachen hier weg. Und dann nochmal bitte. So. Mein Auto! So, da kommen die nicht rein. Oh, ein altes Lagerfeuer. Sweet. Da kommen die auch nicht rein. Und hier ist auch zu. Okay, es müssten alle Fenster, wo die theoretisch hinkommen können, müssen jetzt dicht sein. Alter, ganz schön oft Gewitter hier, ne? Ja, das stimmt. Just saging. Gewitter? Gewitter! In Neuss? Auch schön. Dass man Spikes auf Spikes stacken kann, ist mir ein Rätsel. Erik, die Physik in diesem Spiel ist fantastisch. Lass es jetzt bitte. Das ist so realistisch, dass dein Haus einstürzt, wenn du es zu schwer machst. Das stimmt tatsächlich, ne? Und mir wurde auch empfohlen, nicht auf Wasser zu bauen. Das finde ich aber dann wild, dass das einstürzen würde, theoretisch gesehen. Und wenn du aber jetzt, ne, also diese Experimente, die sind halt alle, ne? Die Experimente. Ja, du hast, wo du die Beine unten vor dem einen Wassertank da letztens weggemacht hast und die in der Luft. Das verstehe ich nicht mehr so ganz. Oder gilt die Physik nur für Holz? Ich hab keine Ahnung. So. Dann mal gucken, wie das da aussehen wird. Ja, also Eisen ist ja ein bisschen stabiler als Holz, wenn ich das richtig mitbekommen habe. 15 habe ich noch. Das heißt, wir können, wenn wir in den Keller laufen, können wir die Treppe theoretisch auch nochmal schnell zubauen damit. War so der Plan. Wenn wir flüchten müssen, baue ich hinter uns die Treppe zu. Als ob wir flüchten müssen. Naja. Also ich mache hier erstmal noch ein paar und dann noch die Treppe. Hm?
Wir haben die Stange schon ziemlich hochgehängt beim letzten Flug. Und wir sind da schon auf einer Arschbacke durchgerutscht. Muss man schon sagen. Ja, gut. Ob ich das so nennen würde, weiß ich nicht. Ja, wir waren schon. Ah, naja, es war schon okay, glaube ich. Es gab mit Sicherheit Leute, die neidisch auf unseren Skill waren. Oh, was sehe ich denn hier? Neider auf unseren Skill. Ja, das auch, aber guck mal. Das Loch da geht direkt in den Keller. Da dein Schlafsack drunter? Nee, ich glaube nicht. Oh, schade. Ich hab's mal jetzt runtergestuhlt. Ich hab's mal zugebaut. So, und hier hatten die sich auch noch irgendwie durchgebaut, glaube ich. Ach genau, da waren diese Dinger hier, ne? So, ein bisschen Stein noch hier. Komm ich auch nicht durch. So, okay, was immer das war. Ich habe keine Ahnung. Erik, wir sind übrigens bei 31 Minuten. Oha, oha, oha. Na ja, gut, ich meine, ja doch, nächste Folge, ich glaube, nächste Folge wird schon Blutmond sein, ne? Na, ich glaube, dass es eher auf übernächste Folge hinauslaufen wird, aber ja? Mal gucken. Na gut, wir schauen mal. Ich bin gespannt. Warte, ich setze noch einen Block hier in der Küche. So, kann ich eigentlich diese Blöcke hier auch aufwerten? Der ist noch da. Ja, ich höre dich. Tobi? Tobi hat das Spiel verlassen. Okay. Tobi? Ja, dann beende ich die Folge an dieser Stelle jetzt schon mal. Und, ja, Tobi. Oh, da sind wir ja schon wieder. Hallo. Hallo, Tobi. Ich glaube, du hast den Server verlassen. Ja, ich hatte irgendeinen kurzen Disconnect gehabt. Keine Ahnung. Weird. Auch, ich bin aus dem Spiel raus und aus TS auch so halbwegs. Oh, keine okay. Ahnung. Weird. Bei mir kam aber kein User das left the channel. Ah, nee, ich höre dich ja auch. okay, ja, dann sehen wir uns nächste Folge eh wieder, ne? Dann fixen wir es mal eben schnell. Ja, genau so machen wir das. Alles klar. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Bis zur nächsten Folge. Tschüss.